Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah, wa ala alihi, wassahbihi ajma'in. Man hört immer wieder den Vorwurf, der Islam sei eine alte Religion und heutzutage müsste man eine neue Botschaft haben, das sind alte Texte. Prinzipiell hat man diese Meinung, weil man davon ausgeht, dass im Koran wie in der Bibel Fehler vorkommen würden. Beispielsweise in der Bibel gibt es naturwissenschaftliche Fehler, wie beispielsweise, dass die Erde erst 6000 Jahre alt sei oder dass der Hase ein Wiederkäuer sei und viele andere Dinge. Jedoch ist der Koran die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes und die Aussage und der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm, ist der letzte Prophet des allmächtigen Gottes. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, der allmächtige Gott, auch versprochen, diese Botschaft zu erhalten und zu schützen. Er sagt in Surah 15, Vers 5, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wahrlich, wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie schützen. Und so gibt es Beweise für die Wahrhaftigkeit des Propheten, auch in der Sunna, in seinen Aussagen. Und beispielsweise der Prophet, Frieden und Segen mit ihm, hat verboten, dass man auf dem Bauch schläft. Er hat gesagt, man soll nicht auf dem Bauch schlafen. Und er hat auch gesagt, dass dies die Haltung, das Liegen auf dem Bauch, das Liegen derjenigen ist, die in der Hölle bestraft werden. Und man hat sich gefragt, und wir wissen, alles, was der Prophet, Frieden und Segen mit ihm, bestimmt, ist eine Herabsendung von Allah. Denn Allah sagt in Surah Najm, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ لَوَحْيٌ يُوحَىٰ. Er redet nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Und bei diesen Offenbarungen ist es immer so, dass wir manchmal die Weisheit sofort erkennen. Beispielsweise, wenn Drogen verboten sind, wenn Alkohol verboten ist, dann wissen wir offensichtlich, warum dies verboten ist, weil es schlecht ist. Aber jetzt beim Schlafen auf dem Bauch, man fragt sich, warum ist das Schlafen auf dem Bauch verboten? Und früher wurde sogar von Krankenschwestern empfohlen, wenn die Kinder Bauchschmerzen haben, die auf den Bauch zu legen. Ja, so. Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es eine Studie über Rückenbeschwerden. In dieser Studie hat man also versucht, diejenigen, die Rückenprobleme haben, zu untersuchen. Was haben sie für Angewohnheiten, was hat im Alter zu Rückenproblemen geführt. Und da hat man festgestellt, dass einer der Hauptgründe, warum es zu Rückenproblemen im Alter kommt, das Schlafen auf dem Bauch ist. Das heißt, über tausend Jahre später, nachdem der Prophet das gesagt hat, findet man auf einmal raus, dass das Schlafen auf dem Bauch im Alter zu Rückenproblemen führen kann. Weil die Wirbelsäule schwer ist und die Organe darunter weich sind und so die Wirbelsäule absackt. Im Jahre 1989 gab es eine Studie in England über den plötzlichen Kindstod. Das heißt, der plötzliche Kindstod, das heißt, ein Kind liegt im Bett und plötzlich ist es tot. Man weiß nicht warum, weshalb. So hat man eine Studie gemacht. Wie kommt es zu dem plötzlichen Kindstod? Und man hat die Eltern, bei denen ein Kind durch den plötzlichen Kindstod gestorben ist, gefragt. Wo hat das Kind geschlafen, wie ist die Matratze, rauchen die Eltern, was passiert in dem Raum und so weiter und so fort. Man hat all diese Informationen in den Computer reingegeben und am Ende kam an Stelle Nummer 1 Risikofaktor, Schlafen auf dem Bauch. Daraufhin hat man nicht wie vorher, wenn gesagt wird, legen Sie das Kind auf den Bauch, legen Sie das Kind auf den Bauch, überall in den Krankenhäusern Bescheid gesagt. Man soll sagen, man soll die Meinung verbreiten, in England. Ja, man soll diese Botschaft verbreiten, dass die Kinder nicht auf dem Bauch schlafen sollen. Die Kinder sollen nicht auf dem Bauch schlafen. 7 Jahre später wurde eine neue Studie gemacht und man hat gefragt, man hat nachgeguckt, nachdem diese Botschaft verbreitet wurde, dass man die Kinder nicht auf dem Bauch schlafen lassen soll. Man hat festgestellt, dass die Rate vom plötzlichen Kindstod um 70% gefallen ist. Um 70%. Und dies zeigt uns als Muslime erstmal, dass der Prophet Friede und Segen auf ihm die Wahrheit spricht.
Und zweitens, dass selbst wenn wir eine Wahrheit nicht erkennen, wenn wir die Weisheit nicht erkennen und wenn, oder wenn auf den ersten Blick etwas so erscheint, dass etwas Negatives ist, wenn der Prophet es gesagt hat, Friede und Segen mit ihm, dann muss etwas Positives drinstecken. Wenn Allah es im Koran gesagt hat, dann muss etwas Positives drinstecken. Und deswegen, für uns als Muslime, wenn Allah etwas sagt oder wenn der Prophet etwas sagt, was sagen die Gläubigen, wie Allah im Koran sagt? Am Ende von Sure 2, Al-Baqarah, was sagt er dort? Was sagen die Gläubigen? Sami'na wa ata'na. Wir hören und wir gehorchen. Wir hören und wir gehorchen. Wir als Muslime, wir dürfen nicht die Einstellung haben wie der Shaitan. Der Shaitan, was war sein Problem? Was hat er gesagt zu Allah? A'asjudu liman khalaqta tina. Soll ich mich niederwerfen, wem du aus Ton erschaffen hast? Warum soll ich mich vor dem niederwerfen? Ich bin aus, er sagte, er ist aus Feuer und dieser Mensch ist aus Erde erschaffen. Das heißt, der hat versucht, seinen Verstand in einer Sache einzusetzen, die über dem Verstand liegt. In einem Befehl von Allah. Denn unser Verstand ist begrenzt und Allahs Wissen ist unbegrenzt. Allah weiß alles. Und deswegen müssen wir immer auf Allah vertrauen und wissen, dass wenn wir Allah und seinem Gesandten gehorchen, dass wir dann einen gewaltigen Gewinn erlangt haben. Denn Allah sagt, وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Wer Allah an seinem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt.